Hallo Leute und willkommen zurück zu einer... Ey, Yuki, nicht hinsetzen. Zu einer neuen Folge von Grandia 3. Ja, in der letzten Episode sind wir leider auch mit unserem neuen Flugzeug, das Schmidt uns ja gerade erst anvertraut hat, wieder abgestürzt. Allerdings muss ich gestehen, da hatte der gute Yuki keine Schuld. Okay. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge seht, aber heute ist Silvester. Okay. Geht aber auch nicht hoch. Wir bloß wieder nichts. Ach, wartet mal, wir haben noch diese. Wie ging das nochmal? Nein. Ah. Seht ihr? Helft uns das doch gleich. Oh. Das sieht ja. Nee, sieht nicht so komisch aus, wie ich dachte. Spirit Seed. Also wieder etwas, das dauerhaft unsere Werte erhöht. Okay, das sind auch noch richtige Gegner. Obwohl das wahrscheinlich auch richtige Gegner sind. Oh. Weiß ich gar nicht. Wir sehen uns erstmal um. Und sehr erstaunlich, wie ich habe mir auch schon mal so überlegt, nämlich beim Schneiden der Episode, wie viele, also der letzten Episode, wie viele Flugzeugabstürze hat der gute Yuki eigentlich überlebt? Blaze, ey. Oh! Ich bin jetzt erschrocken. Hey, die können wir auch. Aus Grandia 2. So, dann machen wir die doch gleich mal platt hier. Die waren auch relativ stark schon, glaube ich. Also guck mal. Wow, guck mal, unser Schwert! Wow, wie cool. Das Weapon, was konnte die nochmal? Flamesword. Hm. Leute, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Oh, die Gesichter sehen schon ein bisschen anders aus. Aber der Name ist auf jeden Fall der gleiche. Ah! Okay, das ist nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber... Nein. Du solltest lieber defenden. Und du solltest angreifen. Hoffentlich schafft sie das noch. Wow! Ripple Shot. Neue Attacke. So. Ja, gucken wir mal. Eventuell. Genau, sehr gut. Ja, ich muss mich jetzt auch wirklich erstmal dran gewöhnen. Jetzt sind wir ja nur noch zu zweit. Jetzt muss man definitiv die Strategie ein bisschen anpassen. Hm. Aber wir scheinen ja schon relativ in der Nähe von Arcliffe zu sein. Und die gute Alfina schien ja diesen, ich nenne ihn jetzt mal Schlangenreiter, ja, relativ gut zu kennen. Oder ihn zumindest zu kennen. Aha! Dachte ich es mir doch. Seht ihr, Leute, ihr müsst euch immer gut umgucken. Ein Buch. Sorcerer Book. Müssen wir mal schauen, was haben wir überhaupt so ausgerüstet? Genau, Hunter und Priest. Wartet mal, wo ich gerade dabei bin. Wir haben noch diesen Spirit Seed, den kriegt erstmal sie. Obwohl ich gerade gesehen habe, der Spirit Seed hat die AP gesteigert. Das ist ja seltsam. Ich dachte, das macht eher so Mana-Geschichten. Hm. Aber schön hier wieder. Wieder auch ein ganz anderes Areal. Ist der jetzt auch auf dem Kontinent. Und übrigens, ich habe in den letzten Episoden mehrfach, glaube ich, Mandy und Arcliffe verwechselt. Es tut mir leid. Das passiert leider mal. Ich dachte so die ganze Zeit, ah ja, jetzt sind wir in Arcliffe, ist ja cool. Und nein, wir sind natürlich in Mandy gewesen. Wo wir uns auch von unserer Mutter getrennt haben. Ah, ich glaube, greif die ja nicht an. Die sehen doch okay aus. Ja, greifen mich auch nicht an. Wenn die friedlich zu uns sind, sind wir auch friedlich zu ihnen. Oh, guckt mal. Heilkräuter. Ah, Antidote. Oh, oh. Okay, also wenn wir jetzt nur Gegengift kriegen, dann wisst ihr, was das bedeutet, Leute. Das riecht doch nach Endkampf. Mir kann eigentlich gar nichts kommen. Noch mal. Ich sehe nichts. Okay. Vorne sind noch mal Dragonoiden. Wartet, Leute. Ich wollte genau. Bis er sich umdreht und dann. Die nehmen wir natürlich auch mit. Weil, wie gesagt, wir brauchen. Oh, das sind schon drei. Wir brauchen auf jeden Fall die Punkte. Aber leider Miranda ist nicht mehr dabei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Also, ich vermisse die Miranda ja jetzt schon.
So, und du machst eine Combo. Ja, der macht auch irgendwas. Acid Venom. Nee, das kriegen wir lieber nicht. So. Das geht ja auch jetzt alles schon super schnell. So. Boah, das haut ihn auch fast um. Wenn wir ihren Schaden noch ein bisschen steigern könnten, dann... Aber leider haben wir jetzt auch keine... Ah, Yuki, den kannst du doch schon schaffen, oder? Eventuell? Jawohl, wow! Muss ich erstmal dran gewöhnen. Wir machen jetzt echt wieder mehr Schaden. Nee, das sollte nicht viel bringen. Wow! Wow! Der echt stark, aber das haben sie wahrscheinlich auch extra so gemacht. So, sehr schön. Genau, und wir müssen natürlich nochmal schauen, ob wir jetzt auch richtig ausgerüstet sind. Wow. Chill mal. Ja, komm, komm, komm. Muss nur den richtigen Moment abpassen. Genau, hau ab. Hau ab. Aber die Erfahrungspunkte nehmen wir trotzdem mit. So. Jetzt geht das doch sogar langsam, Leute. mit dem Betäuben. Das war am Anfang ja ein bisschen schwierig. Oh, sie planen irgendwas. Ja, na komm. Was sie ja wunderbar abfangen können. So. Oh, oh, das war knapp. Oh! Komm! Oh, das gibt es nicht! Das... Nein. Nach hinten. Nee, du musst nach da abwehren. Warte. Vielleicht reicht das schon. Wow! Ka konnte er, Leute. Haben wir ja gelernt. Okay, sie ist vergiftet. 48, das schafft sie auch mit normalen zu schlagen. So. Sehr gut. So macht man das. Oh, jetzt auch interessant zu erfahren, ob die Statuseffekte... Ja, die bleiben. Okay. Okay, wir haben ja ganz viel Antidote bekommen. Also Gegenmittel. So. Cherry Bomb acquired. Oh, davon, die haben wir auch noch, glaube ich, gar nicht so oft benutzt. Obwohl wir die auch... Boah. Leute, nicht wundern, ich nehme die jetzt mal mit. Dafür machen wir die Episode ein bisschen länger. Ich hoffe bloß, dass jetzt die Freunde da... Das Einzige, was nicht uns auch noch angreifen, die anderen Leute, dass wir keinen Zauber mehr haben, der... Wartet mal. Ach doch, boom. Stimmt. Zurzeit wäre es der... Die machen beide was. Hm. Ah, der Yuki wird vor ihnen fertig, angeblich. Ah, okay. Machen wir mal so. Oh, ich bin gespannt, Leute. Okay, cool. Aber sieht ganz anders aus als... Oh, genau. Exzellenz haben wir schon lange nicht mehr erreicht. Jetzt will ich den Ripple Shot aber auch noch mal sehen. So. Wow! 5 Stück! Okay. Nein. Nein, wartet. So. Wie kriegen wir jetzt möglichst viele? Ich glaube, so. Ja, ich glaube, so kriegen wir die meisten. Oh, oh. Da muss die gute Alfina sich aber jetzt ein bisschen beeilen. Alfina! Sehr schön. Ah, Leute, das sieht ein bisschen aus wie dieser... Ah, wie hieß denn das? Von der Tio. Diese Lotusblume. Diese Lotusblume, die sie immer abgeschossen hat. Ah. Ein bisschen zumindest. Ja, komm, nehmen wir dich auch noch mit. Auch sehr schöne Atmosphäre hier mit dem Licht. So, das sind auch nur 2. Das müssen wir doch gut hinbekommen. Nummer A... Ja, ich weiß, du machst wieder irgendwas Böses. So. Kann Yuki jetzt... Genau. Okay, schafft Yuki das jetzt noch? Ich glaube nicht. Ah. Seht ihr, Leute, wenn eine kleine Sache dazwischen kommt, dann ist gleich vorbei. Wir sehen natürlich beide noch. Super. Oh, sehr gut. Aber Konter hat sich schon ausgezahlt. Sehr gut. Ist auch ausgewichen. Der Gute. Aber
noch platt machen können. Aber wir kriegen relativ wenig Gold. Fällt mir gerade auf. Kann eigentlich Alfina schon... Ich dachte, wir haben schon mal was bekommen. Aber wahrscheinlich habe ich das nicht ausgerüstet. Aber ist auch egal. Wir haben ja Antidote dabei. Wir können ja immer Neues kaufen, wenn wir denn in Arkriff ankommen. Boah, wie schön das aussieht. Schaut mal. Und zur Zeit kommen wir noch ganz gut durch. Ich habe am Anfang schon befürchtet, na, jetzt wo wir wieder nur zu zweit sind. Aber wie weit ist Arkriff noch entfernt? Ah, wir sind also schon auf dem direkten Weg dahin. Oh. Okay, das... Diese Musik verheißt nichts Gutes. Sie klingt so, als würde man sich verirren. Wow. Wow, Leute, guckt euch das mal an. Wir sind fast da. Wow, und sieht auch wieder ganz anders aus. Das gefällt mir wirklich gut. Das haben sie in Grandia 2 ja auch sehr richtig, richtig toll gemacht. Dass jede Stadt wirklich einen ganz eigenen Charme hatte. Ah, und hier verdampft scheinbar das Wasser. Okay, dann gehen wir mal in die Stadt. Temple Square, also auf den Tempelplatz. Wow. Unglaublich. Und das ist nur das Eingangstor. Ich denke, wir sind hier. Endlich. Ja, Alfina? Ja. Seid ihr hier, um zu beten? Es tut mir sehr leid, aber unser Medium ist weg. Und so haben alle Gebete aufgehört, also alle Gottesdienste und so. Ich bin Alfima de Pamela. Ah, okay, ihr Nachname. Ich bin hier, um die Zeremonie, konnte ich jetzt nicht so schnell lesen, abzuhalten. Hm? Also seid ihr es, Miss Alfina. Warum seid ihr so groß? Ich habe euch fast nicht erkannt. Oh. Ihr müsst den Bischof sehen, schnell. Er wird sehr, sehr froh sein, euch zu sehen. Hm. Natürlich darf euer Diener auch mitgehen. danke. Diener? Habt ihr irgendetwas von meinem Bruder gehört? Hat irgendjemand ihn gesehen? Vor kurzem? Dein Bruder? Oh, Meister Emilius? Nein, ich fürchte nicht. Meister Emilius... Ich verstehe. Okay. Oh, okay. Jetzt sind wir schon drin. Können wir die Kamera nicht freidrehen, was einen immer mega stört. Ah, doch, jetzt können wir. Okay. Und hinten ist das Triforce. Nein, nein. Aber ein wenig ähnlich. Wow. Aber ich habe mich schon so auf die nächste Stadt gefreut. Wow. Guck mal, also Mosaik. Wie Mosaik gestaltet. Ah, okay, hier ist auch ein neuer Laden. Okay. Schauen wir mal, hier gibt es bestimmt wieder neue, coole Sachen. Oh, die sehen ja witzig aus. Hm, danke, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Vielleicht könnte ich euch für eine Flasche heilige Salbe interessieren. Gesegnet von unserem bescheidenen Priestern. Okay. Ist wahrscheinlich... Wow, guck mal, Revival Gem. Okay, also es hat die heilige Kraft inne. Ah, okay. Das ist sowas wie... Na, Phönix wieder kann man nicht sagen. Das ist wie dieser Phönix-Zauber-Zauberspruch. Zauber-Zauberspruch. Das heißt, wir werden wiedererweckt, wenn wir sterben, automatisch quasi. Ah, okay, hier können wir auch das kaufen. Oh, Leute, wir haben überhaupt kein Geld. Alles viel zu teuer für uns. Hm, der hat aber jetzt keine Waffen oder so.
Nee. Okay. Ist ja auch der General Store, da gibt es ja meistens... Obwohl, hier, guck mal. Hä? Warte mal kurz. Ich will nur noch mal schauen. Ja, diese Salbe, das ist ja cool. Nee, buy items. Nee. Ja, also vielen Dank. Es mögen die... Ja, die Segnung des Griff... Ja. Ihr sollt die Segnung des Griff erhalten. Okay. Seid gesegnet. Wow. Was? Also, die Gestaltung ist schon echt... Also, ich kann mich nicht daran erinnern, mal sowas gesehen zu haben. Echt cool. Okay, eine Nonne. Ah, wie wunderschön. Seht euch nur den Turm des Tempels an. Oh ja, in all seiner Pracht. Wirklich ein unvergesslicher Ausblick. Ja, es ist doch ganz schön anders als die ganz einfachen alten Häuser in Mandy. Das ist, weil es ja zu Ehren unseres Wächters erbaut worden ist. Oh, übrigens, habt ihr irgendwelche Souvenire schon für eure Familie gekauft? Was? Dieser Ort verkauft Souvenirs? Scheinbar schon. Können wir eigentlich überall reingehen? Ich glaube nicht, oder? Nein, das ist alles nur... Fake-Türen! Ich hoffe, wir finden ja echt noch einen Laden für Waffen oder so. Nee, das ist für Zauber. Genau. Das dachte ich mir auch schon, dass es natürlich hier an einem solchen Ort... Oh, ich erinnere mich an dieses Bild. Und was soll das darstellen? Es zeigt eine geheime Kunst, wie man Mana-Eggs fusioniert, okay. Das ist eigentlich möglich, ja, ich erinnere mich jetzt. Ah, der kann das bestimmt hier, der Gute. Willkommen in Argriff. Wir haben, ja, sehr starke Zauber oder Magie vorrätig. Hergestellt durch die, ja, durch die Priesterschaft. Um unser heiliges Land zu schützen. Boah, Leute, das ist manchmal gar nicht so leicht, das zu übersetzen. Okay. Was hast du denn Schönes? Okay. Ja, All Heal, dachte ich nämlich auch. Heal all the lies. Cure. Genau, das wäre nicht schlecht. Können wir irgendwas... Ah, nee, können wir leider nicht. Na, am liebsten würde ich jetzt natürlich... Ja, oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen. Ich habe einfach weitergeklickt. Aber die erzählen ja meistens nichts. Unglaublich. Wow. Was für ein riesiger Metallball. Es sieht aus, als wäre dort etwas eingraviert. Auf der Oberfläche. Vielleicht eine Karte? Ah nein, ich dachte, da kommt noch was. Ja, könnte ja unsere Welt sein, ja. Wow, was ist das denn für ein großer Metallball? Wofür ist der denn? Und warum dreht er sich so? Das ist ein antikes Relikt. Bedeutet uns sehr viel. Man könnte sagen, es wurde uns überreicht... Ah nein, es überreichte uns oder es brachte uns den... Ja, den Start für unsere Reise, also die Reise unserer Vorfahren. Okay... Es sieht ehrlich gesagt alles auch ein bisschen creepy aus. Also die Farben auf diesem Metallball zum Beispiel sehen ja anders aus als hier. Hier ist alles relativ freundlich, obwohl diese Ketten ist jetzt nicht so meins. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Und du, was hast du zu sagen? Hallo? Könnte es sein? Bist es wirklich du? Ja, du bist es. Willkommen zurück, Lady Alfina. Ah, es ist schon lange her. Oh, also hast du hier vor langer Zeit schon gelebt? Ja, ich bin für 10 Jahre weg gewesen. Und es hat sich überhaupt nicht verändert. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Tempel. Das ist ja nur der Vorplatz hier. Es hätte mir eigentlich gefallen, wenn wir nochmal hätten speichern können. Nicht, dass jetzt irgendwas kommt, was es mega umhaut. Okay. Hier sind. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir durch den Tempel. Oh, hier noch einer dieser Wächter. Also, ob diese Waffe so effektiv ist. Seid ihr Besucher? Oh, entschuldigt, aber unser Medium ist angekommen. Also würdet ihr... eigentlich ist das Mädchen, von dem ihr sprecht... das Mädchen hier, das Medium.
Oh, oh, Lady Alfina, es tut mir so leid. Es ist schon okay. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Ich bin sicher, es leben schon viele Leute hier, die ich noch nie getroffen habe. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, hier machen wir Schluss, bevor wir in den Tempel reingehen. Ich bin ja schon gespannt. Oh, guck mal, da habt ihr schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Wie immer, danke ich euch fürs Zusehen, danke euch für eure Kommentare und danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Grandia 3. Bis dahin. Tschüss.